Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Workout von Homeworks Online mit mir, deiner Tina. Heute gehen wir wieder in die Kategorie Functional Works unter dem Motto Pyramiden-Workout. Machen wir heute 5 Übungen mit unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, jede Übung wird absolviert mit 15 Sekunden, 30 Sekunden, 45 Sekunden. Das ist dann die Spitze unserer Pyramide, also die längste Dauer. Und dann geht es schon wieder retour mit 30 Sekunden und 15 Sekunden. Dazwischen gibt es selbstverständlich immer eine Mini-Pause. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und es geht gleich los mit einem Mini-Warm-up. Bis gleich. Für unser Warm-up starten wir in einem festen Stand, leicht geöffnet. Wir marschieren am Platz, nehmen die Arme mit, die Knie gerne schon mal ein kleines bisschen höher ziehen. Ja? 4, 3, 2 noch. Und wir tippen mal mit der Ferse nach vorne. Bizeps Curl, ganz easy. Ja? Nur ein kleines bisschen vorbereiten aufs Training gleich. Side, side. Arme seitheben. Schau gut aus. Nach hinten. Arme nach vorne ziehen. Hoch und tief. Jawohl. Hip, hip, hip. Und wieder marschieren. Sehr gut. Nimm die Knie wieder ein bisschen höher. Jawohl. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und lass uns ein bisschen bouncen am Platz. Ja? Federn. Ganz locker. Jawohl, genau so. Easy peasy, oder? Noch 3. Noch 2. Lasst uns ein bisschen mit den Armen kreisen. Lange Arme nach hinten. Jawohl. Bleib in Bewegung. Noch 4. 3. 2 noch. Wir kreisen nach vorne. Atmen, bleib im Federn, noch 4, noch 3, noch 2, okay, schau mal, bam, 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 hip, 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 cha, 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 sehr gut, 4, 3, 2 noch, okay, wir gehen zur Seite, schau mal, bam, bam, bam. Ganz klein. Yes. Noch 4. 3, 2 noch. Okay, wir halten. Füße auseinanderstellen. Kommt tief und hoch. Wir sind immer noch ganz kurz im Warm-up. Ja? Endspurt. 4, 3, Knie nach außen, Popo nach hinten. Und wir halten tief. Wir federn. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2. 2 Action noch. Komm tief. Hände zur Matte, zum Boden. Geh nach vorne, bis du in der Plank-Position bist. Körper in einer Linie, schau im Spiegel. Oh, ich bin ein bisschen weit vorne, okay. Komm wieder nach hinten und wieder langsam hoch. Nummer 8 Federn. 7, 6, 5. Eine Action machen wir noch. 4. 3, 2, ganz nach unten gehen, Hände zum Boden, komm nochmal nach vorne, schließ die Füße hinten zusammen, ich gehe jetzt mal ein Stück zurück, dann siehst du es im Spiegel, schieb dich über die Fußgelenke, vor, zurück, ein- und ausatmen, 4 noch, 3, 2, okay, Füße wieder auseinanderstellen. Langsam aufrollen, Beine schließen, marschier am Platz, sehr schön. Das war schon unser Warm-up, wir sind bereit. Wir sehen uns gleich in der ersten Übungsrunde. Erste Übung, wir starten breit, schau mal, cross tief, cross tief, Arme, cross tief, cross tief, Bizeps Curl. Beine überkreuzen, Knie nach außen, geh tief. Päuschen. Okay, 15 Sekunden Pause. Das waren schon die ersten 15 Sekunden. Ja, du siehst schon, ich habe Hanteln in der Hand.
Wenn du sowas hast, nimm's mit, ansonsten gehen alle Übungen auch ohne. Achtung, mach dich bereit. Go! Cross Bar, Cross Bar, Cross Bar. Wie rum du den Bizeps Curl machst, ob beim Cross oder beim Squat, ist egal. Wichtig ist, Popo schön tief. Knie nach außen, Bauch anspannen. Komm, Endspurt. Wir sind in der 30-Sekunden-Runde. Einer noch, Pause. Bis sie marschieren. Wie schaut's aus? Wird's dir warm? Perfekt. Wir machen uns bereit. Die längste Runde, die Spitze der Pyramide. 45 Sekunden. Wir starten. Nur die Unterarme. Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. Cross open. Komm ganz tief runter mit dem Po. Komm. Ja, das ist die längste Runde. Wenn es jetzt ein bisschen brennt, bist du richtig? Chup. Chup. 10 Sekündchen. Einer noch. Pause. Ja, 45 Sekunden können dann schon mal lang sein, oder? Kurz verschnaufen. 30 Sekunden. Wir gehen wieder nach unten. Achtung. Jawohl, bleib aufrecht. Super, einer noch. Pause. Oh mein Gott, ach, der Puls geht jetzt ein bisschen hoch, ja? Das ist gut so. Wir verbrennen was. Letzte Runde. 15 Sekunden. Dann haben wir schon die erste Übung. Achtung. Das ist jetzt gar nichts. Bleib dabei. Hopp, hopp. Super. Endspurt. Geschafft. Wir marschieren. Sehr, sehr gut. Okay, ich würde sagen, kleine Pause. Handeln zur Seite legen. Marschieren, lockern und einen Schluck trinken. Und dann sehen wir uns zur zweiten Übung gleich wieder. Okay, nächste Übung unten am Boden. Komm in die Plank-Position, Handstütz, Knie vom Boden lösen. Schau mal, Salsa. Steig über die Matte, einmal unten durch. Schön langsam. 15 Sekunden nur. Päuschen. Knie abstellen, aufrichten. Handgelenke lockern. Als nächstes kommen die 30 Sekunden. Ja? Handeln zur Seite. Handstütz, Bauch ist fest, Füße nach hinten und schon geht's wieder los. Durchsteigen. Ja, mach dein Tempo, dein eigenes Tempo. Nasenspitze nach unten, Handgelenke unter den Schultern. Schön gemütlich. Durchsteigen, komm. Dreh die Hüfte mit. Zack. 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 Endspurt. Einmal noch. Pause. Alles klar. Super gut. Wir halten durch, ja? Bleib bei mir. Nächste Runde ist die längste. 45 Sekunden. Aber auch das schaffst du, ja? Okay. Achtung. Komm zurück. Go. Mach schön gleichmäßig, ja? Hep. Hep. Oder in deinem Tempo, ja? Je größer, umso besser. Körpermitte. Lächeln. Spür deinen Körper, komm. Wir sind schon über die Hälfte jetzt.
schaffen das gemeinsam. Komm. Bevor du ganz aufgibst, wäre eine Option, auch mal nur zu halten. Aber wir sind ja hier, um Übungen zu machen und nicht nur zu halten. Auf geht's. Einer noch. Pause. Das war schon die längste Runde, ja? Jetzt geht's schon wieder rückwärts. 30 Sekunden. Gerne zwischen noch mal lockern. Kopf ein bisschen bewegen, Handgelenke. Und dann komm in Position. Auf geht's. Hip. 30 ist jetzt wieder viel weniger. Wir spüren den Körper, ja? Super. Ich zeig's mal kurz so. Schau mal, durchsteigen. Von einer Seite zur anderen. Zwei noch. Letzter Pause. Ja, was soll ich sagen? 15 Sekunden. Pipifax, oder? Die kommen jetzt, letzte Runde, mit dieser Übung. Perfekt. Achtung, Achtung. Finale. Komm, 15 Sekunden. Schön atmen. Sehr gut. Geschafft. Aufrichten. Gerne nach oben kommen. So können wir auch ein bisschen marschieren und ein bisschen locker machen. Schüttel die Hände oder kreisen. Schultern bewegen. Kopf bewegen. Das hast du super gemacht. Okay? Ich würde sagen, wir machen gleich weiter, oder? Wir sehen uns in Runde 3. Die nächste Runde ist die Bauchrunde. Leg dich nach hinten ab. Beine sind oben, Bauch ist fest. Cross. Cross. Wir nehmen am besten die Hände, die Finger um die Ohrwaschel. Bleib oben oder geh mit dem Oberkörper leicht hoch und tief, während du schubladderst. Kurze Pause. Ja? Ganz kurz nochmal erklärt. Beine sind oben. Müssen jetzt nicht ganz gestreckt sein, aber so, dass du gleich wieder tap und wieder zurück, ja, an den Fuß fassen kannst. Ja? Okay, Pause nutzen und dann geht's schon weiter. Go. Zack. 30 Sekunden jetzt. Ausatmen, einatmen. Denk daran, wir nicken nicht mit dem Kopf, sondern wir gehen ganz leicht mit den Schultern hoch. Zip, up, kipp, up, hip, hopp. Ziehen. Ja, wunderbar. Ausatmen, einatmen. Bauch ist fest. Ich drehe mich ein bisschen, dann siehst du es besser vielleicht. Wir machen erstmal Pause. Ha, sehr schön. Lockern, Kopf ein bisschen bewegen, Kopf ablegen. Pause wirklich so nutzen, ja, dass du spürst, dass der Körper sich ganz kurz erholen kann. Und dann gehen wir wieder in Position. Los geht's. Auf geht's. 45 Sekunden. Cross, Touch. Aus, einatmen. Du darfst gerne lächeln in deinem Training. Das zeigt deinem Körper, dass es dir Spaß macht und dass du noch ewig durchhalten kannst. Erst recht die 45 Sekunden. Und wenn du jetzt schon ein bisschen deinen Bauch spürst, yay, alles richtig gemacht. Zieh, zieh, zieh. Komm, außen einatmen. Bisschen noch. Oh, 45 Sekunden. Komm, yes. Päuschen. Oh, das Schlimmste haben wir schon geschafft. Ja, ich würde sagen, jetzt machen wir wieder 30 Sekündchen. Locker. Einmal kurz lockern, apropos locker. Komm wieder in Position. Auf geht's. Hip, ab. Ausatmen, einatmen. Touch and down. Ohne ganz abzulegen. Außer du spürst jetzt den Nacken, dann leg ruhig den Kopf zwischendurch ganz ab. Komm, alle anderen halten durch. Und alle, die ablegen, steigen vielleicht auch noch mal mit ein. Endspurt. Hopp. Hopp. Pause. Jawohl, jawohl. Und schon wieder sind wir bei der letzten Runde. 15 Sekunden.
bleib jetzt bei mir, ja? Das schaffen wir jetzt auch. So weit gekommen, geben wir natürlich nicht auf. Auf geht's. Touch, down. Touch, down. Wie beim Football hier, Touchdown. Auf geht's, zieh. Endspurt. Geschafft. Okay, abstellen. Gerne mal einmal ausstrecken, einmal lang machen. Schön, oder? Ja, wenn Sie jetzt hier am Bauchmuskel schön gebrannt haben, kriegst du einen Daumen von mir. Stell die Füße wieder aus, komm mit leichtem Schwung nach oben wieder zum Sitzen. Und wir sehen uns schon in der nächsten Übung. Übung Nummer 4. Für die nächste Übung nimmst du dir, wenn du sie hast, wieder die Hanteln. Stell dich leicht geöffnet auf, Beine beugen, Arme nach hinten strecken und beugen. So, ganz wichtig, die Ellbogen sind über dem Rücken. Der Rücken ist schön lang und wir haben jetzt schon unsere erste Pause. Ich erkläre nochmal die Position. Leicht geöffnet, Popo tief, Knie hinter den Zehen, Ellbogen über dem Rücken und in der nächsten Runde nur die Arme nach hinten strecken, ja? Schön, auf geht's. Wir machen gemeinsam weiter, 30 Sekunden. Der Blick ist diagonal nach vorne gerichtet. Komm, schöne Trizeps-Curls. Nur die Unterarme bewegen sich, ja? Es ist keine Bewegung hier an der Schulter, sondern nur am Ellbogen, okay? Girl, 10 Sekunden noch ab jetzt. Komm ruhig ein bisschen tiefer. Zieh den Bauchnabel Richtung Richtung Wirbelsäule, Entschuldigung. Und wieder Päuschen. Locker, locker. Okay. Mach dich bereit. Ich drehe mich wieder ein bisschen diagonal. Du kannst auch im Spiegel beobachten. Komm wieder in Position. Auf geht's. Hip. 45 Sekunden. Handflächen zeigen zum Körper. Ja. Unterarme strecken. Ausstrecken die Arme. Komm ruhig ein bisschen tiefer, ja? Dann haben wir auch ein bisschen Beintraining gleich wieder am Start. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Ausatmen. Nochmal. Push. Ah, wie schaut's aus? Was sagt euer Trizeps so? 10 Sekunden nur noch. 8. Komm. 2. Und geschafft. Oh. Ja, wir spüren wahrscheinlich den ganzen Körper und wenn es so ist, ist es auch okay, ja? So, wir gehen wieder in die andere Richtung. Von der Pyramide nach unten, komm in Position, auf geht's, hip. Nur noch 30 Sekunden jetzt, zack. Ja, es sind keine komplizierten Übungen, alles ist machbar. Und wenn es halt mir gar nicht mehr geht, dann machst halt eine kurze Pause, ja? Okay, das ist ja auch dein Training. Aber es wäre schön, wenn du dann wieder mit einsteigst. Ja? Schieb die Knie nach außen, setz den Popo tief. Bring die Ellbogen wieder ein bisschen höher. Ha. Ha. Pause. Oh. Und die letzte Runde schon wieder. Wir schütteln die Arme gleich aus. Ja, versprochen. So, wir gehen in die letzte Runde. Mach dich bereit. Komm schon mal tief. Bauch ist fest, langer Rücken. Hip. Hip, lang, ohne Schwung, mit Kraft. Ja? Streck die Arme ganz durch. Damit wir an den Trizeps rankommen, müssen wir die Arme schön strecken. Das ist auch Pause, unser sogenannter Armstrecker. Ja? Hm? Wie der Name schon sagt, beim Strecken trainieren wir den Trizeps. So, leg die Hand kurz weg. Schüttel deine Arme aus. Schwing sie locker. Ausschütteln. Huhu. Okay, auch gerne die Schultern ein bisschen locker machen. Super gut. Ich würde sagen, während wir hier noch ein bisschen locker, gehen wir gleich gemeinsam in unsere allerletzte Übungsrunde für heute, okay? Also, wir sehen uns. Bis gleich. Für die letzte Übung gehen wir auf die Matte, Füße nach vorne, Finger zum Po, Füße aufstellen. Popo vom Boden, hoch und tief, hoch und tief.
Finger zeigen zum Gesäß. Aufpassen. Ich sag dir gleich, auf was du aufpassen musst. Pause. Aufpassen, dass du hier nicht zwischen die Schultern sinkst mit dem Kopf, sondern dass die Arme gestreckt sind, Füße leicht geöffnet und dann geht's ganz hoch. Ja? Becken hochschieben, okay? Je höher du dein Becken schiebst, mach dich bereit, auf geht's. Je höher du dein Becken schiebst, umso mehr bekommst du auch den unteren Rücken mit dazu, nicht nur Gesäß, Oberschenkel, Rückseite. Hoch. Hoch. Wir sind in der 30-Sekunden-Runde. Ausatmen. Popo zum Zwicken hochschiebst. Komm. Hip. Push. Komm. Push. Auch hier darfst du lächeln. Pause. In der Pause lösen, an, auslockern, gerne auch hier die Schultern ein bisschen bewegen. So, Füße schon wieder aufstellen. Hände wieder nach hinten, Fingerspitzen zum Po. Mach dich bereit, auf geht's. Hoch, ab. 45 Sekunden jetzt. Push, push. Achte drauf, dass die Knie schön parallel bleiben. Ne? Push, push. Hoch, 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 hoch. Ja? Achte auch darauf, dass die Füße nicht so nah am Po stehen, sondern lieber ein bisschen weiter vorne. Okay, bleib dabei. Komm, hoch, 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 hoch. Yes, Endspurt. 3, 2, 1, Pause. Jetzt aber, oder? So einfach, wie sie ausschaut, die hat es ganz schön in sich, oder? So, wir sind schon wieder bei den 30 Sekunden. Also, es ist schon wieder viel leichter in der nächsten Runde. Komm, hoch. Hoch. Ausatmen. Komm. Tief. Hoch. Oder dein eigenes Tempo. Das weißt du ja inzwischen. Bei all meinen Workouts ist es mir lieber, du machst langsamer, 2 Wiederholungen weniger. Dafür hältst du durch. Komm. Einer noch. Hip. Pause. Wir gehen in die letzte Runde der letzten Übung. 15 Sekunden. Und dann haben wir es schon geschafft, okay? Also komm jetzt mit. Auf keinen Fall gehen wir jetzt auf. Ja? Nicht jetzt. Auf geht's. Hoch. Tief. Hip. Tief. Hip. Schieb nochmal. Ganz nach oben. Versuch deine Oberschenkel parallel zum Boden zu bekommen. Oh, geschafft. Super gut. Ich freue mich. Wir haben durchgehalten. Zusammen sind wir halt doch stark, ja? So, meine Lieben. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch einen ganz kleinen Stretch hinterher, so kurz wie unser Warm-up. Und dann haben wir unser Soll wieder erfüllt für heute. Ja? Bis gleich beim Cool-Down-Stretch. Für Stretch und Relax bleiben wir gleich auf der Matte. Setz dich für einen Moment in den Schneidersitz. Richte den Oberkörper nochmal auf. Lass uns mal von der Seite nach oben einatmen. Und über die Seite wieder ausatmen. Und wir machen das noch einmal. Auf geht's. Einatmen. Und wieder ausatmen. Jetzt nimmst du nur den rechten Arm nach oben. Lässt die rechte Hand nach unten sinken und nimmst die linke Hand an den rechten Ellbogen, zieh den rechten Ellbogen ganz leicht in Richtung hinters Ohr. Spüre und genieße diese schöne Trizepsdehnung. Gerne die Augen schließen und atmen. Und wir lösen schon wieder auf, Arme absinken, linken Arm nach oben. Lass die linke Hand nach unten sinken, nimm die rechte Hand an den linken Ellbogen. Schieb den linken Ellbogen ganz sanft in Richtung hinters Ohr. Schließ die Augen, halte, atme. Bleib schön aufrecht am Oberkörper. Noch einmal tief ein- und ausatmen.
Und wieder langsam lösen. Sehr schön. Okay, wir stellen die Füße nach vorne. Wir lassen uns auf den rechten Unterarm sinken. Nehmen die linke Hand an das linke Fußgelenk und ziehen die linke Ferse zum Gesäß. Halte hier, atme. Oberschenkel, Vorderseite dehnen. Zweimal tief ein- und ausatmen. Gerne die Augen in der Dehnposition immer schließen. Wenn du zweimal geatmet hast, wieder lösen. Komm wieder nach oben zurück zur Mitte. Alles nach links. Auf den linken Unterarm, rechte Hand, rechtes Fußgelenk. Zieh die Ferse zum Gesäß. Halte, atme. Augen schließen und genießen. Ja, das ist wieder unsere Belohnung nach dem Workout. Atme noch einmal tief ein und aus. Öffne die Augen, komm zurück zur Mitte. Jawohl. Okay, wir legen uns ganz kurz nach hinten, rollen uns nochmal ab. Füße sind aufgestellt, rechten Fuß aufs linke Knie. Hol den linken Oberschenkel kurz ran, schieb das Knie nach außen. Kopf und Nacken sind lang abgelegt am Boden. Kinn zieht zum Brustkorb. Sehr schön. Wir lösen wieder auf, stellen den linken Fuß ab, strecken das rechte Bein zur Decke. Fass mit beiden Händen in die Kniekehle, zieh das Bein ganz sanft ran. Dreimal tief ein- und ausatmen, halten. Wir lösen wieder auf, linken Fuß auf rechtes Knie, rechten Oberschenkel ranziehen, halt hier, atme, schließ die Augen, schieb das Knie vom übergestellten Bein wieder nach außen weg. Einmal noch tief einatmen, tief ausatmen. Wir stellen den rechten Fuß wieder ab, nehmen das linke Bein nach oben, streck es aus, Hände in die Kniekehle und das Bein ganz sanft Richtung Oberkörper ranschieben. Halte, atme, Augen sind geschlossen. Spür die Dehnung an deiner Oberschenkelrückseite. Noch einmal tief ein- und wieder ausatmen. Wir lösen wieder auf, nehmen aber an diesem Bein gleich Schwung zum nach oben sitzen. Ha. Setz dich noch mal kurz in den Schneidersitz. Nimm zum Schluss beide Hände hinter den Rücken, fass die Finger hinter dem Rücken ineinander. Der Oberkörper ist aufrecht. Atme hier einmal tief ein und wieder aus. Zieh die Arme nach hinten, unten weg. Und wir lösen wieder auf. Alles noch mal ausschütteln. So, meine Lieben, vielen Dank fürs Mitmachen. Wie immer gibt es an dieser Stelle auf alle Fälle meinen Daumen und mein Herz, weil ihr immer so fleißig seid. Ja? Das ist echt total schön für mich und ich freue mich über jeden, der einfach meine Workouts mitmacht. Und da an dieser Stelle möchte ich euch auch daran erinnern, dass ihr natürlich meinen Homeworks Online-Kanal auf YouTube abonnieren könnt. Und wenn ihr dann auch noch die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr immer gleich eine Info, wenn es wieder ein neues Workout gibt. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich wünsche euch was, bleibt gesund und wir sehen uns schon ganz bald wieder, bestimmt im nächsten Workout. Ciao!